Die Treppe, längs die Treppe. Sind bewaffnet. Wir müssen können hier rein. Die Treppe führt doch nicht dahin, der Bäcker. Die gehen nach oben, ne? Naja. Ey, ich kann hinterher. Nicht, dass der Kollege der Landespolizei der Lande hoch. Okay. Nicht, dass der Kollege der Landespolizei der Lande hochgenommen wird von den beiden. Frage, wie sieht's aus mit Unterstützung? Steigt gerade ins Auto ein. Personen sind oben bei mir. Ja. Hör, wo bist du? Ich bin hier oben in diesem großen Park. Personen rollen sich gerade wieder über die Straße ab, sind jetzt oben. Ich habe nur noch eine Person in Sichtfeld. Tief, Falk gestartet, muss aber noch schnell mal zum Flughafen tanken. Da unten sind die, unten auf der Straße. Wenn ich fahren sie mit Wohneinheiten an, der läuft hier. Na, ey, ganz stehen! Ey, Waffe über Schieße! Nimm die Waffe weg! Nimm die Waffe aus der Hand, schieße! Waffe aus der Hand! Waffe aus der Hand! Ich schieße zuerst! Nehmen Sie jetzt die Waffe aus der Hand! Frage, wo genau bei Meeting Point sind Sie? Schusswechsel, eine Person erschossen nach Angriff. Bodenpark, TV auf dem Boden. Standort bei Meeting Point. Mann, Junge, ich hab das gar nicht mitbekommen, dass du auf einmal da war. 80-4-3, wir sind hier auf so einem Kurs. Holst du den TV, Krieger, holst du den TV von oben? Ja, ich, naja. Julius 18, wo stehen Sie? Mein Kollege kommt grad. 80-4-3, ich bräuchte zwei Rettungswagen, ein Zivilist angeschossen, ein Beamter angeschossen. Okay, Puls haben, okay. So, Puls haben sie noch. Alles gut, Tab erhalten, so durch. Wo ist der Streifenwagen? Ich brauche einen SD4-Kasten, scheiße. Wo ist der Streifenwagen? Affirmativ eingeklauter Zollwagen. Halten Sie durch, Herr Becker. Alles ist gut. SFZ von 3F. Höre Sie. Er die bereits zur 8034 alarmiert kommen. Ich hole kurz den Ersthilfekasten hinten raus, ja. Frage nach dem geklauten Polizeifahrzeug. Ein, zwei Fahrzeug ist geklaut noch, ne? Ja, und einmal der Zollpassat ebenso geklaut, dann könnte der Zollpassat hier auf dem Boden. Sichtung des geklauten Zollpassats kommen. Ne, informativ, der Zollpassat wurde jetzt wieder, ist jetzt wieder in Polizei obhut. Aber ein Zollpassat ist jetzt geklaut gekommen. Ich hab ja gefragt, wo der ist. Achso, ich hab Polizei verstanden. Unbekannt. 8034 jetzt der Standort. Ein wunderschön leichter Puls. Ich habe eine Blutung mit einem Druckverband an linken Arm gestoppt. Ja. Ein Tatverdächtiger ist auch hier angeschossen noch, ja. Rettungsdienst. Nein, das ist ein Fake. Nee, das ist kein Rettungsdienst, das ist ein Fake. Also ein Fake. Wo wurde jetzt nochmal der Zöllner angeschossen? Ich habe linken Arm jetzt Blutung gestoppt mit einem Druckverband. Ein Puls hat er noch leichten, ja. Müssen Sie mal gucken. Gut, dann gucke ich mal nach. Also, 3, 4, 6, 7, 8. Hallo, aber vielleicht dann mal Feuerwehr, vielleicht, ja? 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 21, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3. Die Personen wurden eventuell bewaffnet sind. Somit Falk überprüft, ob Personen bewaffnet sind. Hast du gleich viele Schusswaffen, Schussangabe geschossen? Negativ, soweit aus der Luft keine Waffen sichtbar, ist nur eine Person an ihrem Handy neben dem Dienstfahrzeug. Alles klar, 1,500 Meter halten sie uns von der Luft. Die Gegend. Warum sollten die jetzt die Täter, das ist bestimmt nicht die Täter gewesen, warum sollten die uns dann zum Wagen rufen? Das ist, macht keinen Sinn. Das ist. Wunderschön.
Ich war im Kleidungsladen, mein Auto wurde gestohlen und kurz Zeit später, weil mich das nicht interessiert hat, in dem Moment, als mein Auto gestohlen wurde, stand halt der Wagen hier von Ihnen. Ja, da wurde uns gerade mal eins aus der Klopfe, dein Kollege verletzt wohl. Wir danken ihm fürs Melden, ja? Immer gerne. Okay. Besten Dank, wirklich. Tschüss. Fährst du zu Helios wegen Becker oder wie sieht das aus? Qualmt der? Nee, wenn er jetzt gleich noch fährt, dann fahre ich kurz wegen zum Helios und dann fahren wir nach IRC. Wenn die da sind. Oh, einer. So stark demoliert sieht er ja auch gar nicht aus. No. Kann den nochmal ausleuchten? Falke 1 zum mit. Tatverdächtiger wird jetzt ausgeleuchtet. Haben die was lokalisiert? Die leuchten aus. Ja, wo soll das jetzt sein? Wo leuchten die denn aus? Ja? Die Rückseite des Gebäudes habe ich Kontakt zu. Ja, ich will hier ab. Wir hängen gerade noch einen Schusswechsel. Ich komme gleich, ja? Dann nach unten und ja. Dann sollten sie eigentlich schon das, die Ausrichtung sehen können. Kommt. Ja, wir haben so mit. Wo denn hier? Was soll das denn sein? Ich sehe hier nichts. Runtergehen und dann sehen wir es. Meint er das Vordach hier vorne? Ich sehe gar nichts. Ah! Das da! Da sind wir, wo müssen wir hin? Auf die andere Straßenseite, dort müsste eine Leiter sein, dort können sie hochklettern. Die andere Straßenseite? Ja, da, hier. Ah! Sehen Sie die Ausleuchtung des schwarzen Dodge Rams kommen? Ja, so wo sind die. Dort ist eine Gasse und irgendwo dort müsste eine Leiter sein. Ich sehe durch die Einleuchtung gerade gar nichts mehr. Ne? Ganz schön hell, ne? Oh Gott. Seht ihr in der Schüsse? Aber wo soll hier der Leiter sein? Kann der Schuss von jemand von uns? Das war so negativ. Leiter gesichtet. Leiter, ja. Ihr geht zuerst hoch, ihr habt hier mal großen Gewehr. Informativ, ihr seid jetzt in der Nähe der Person. Oh Gott. Alles klar, der kriegt volle Ladung. Täter neutralisiert. Ein Beamter down. Täter neutralisiert. Wow. Falls ihr sich die weitere Umgebung, was die weitere Täter, ersetzt hat, holt ihr die Rettung. Holt die Rettung. Falke fliegt ein, das Gebiet nochmal ab. Frage aktuell. Lager. Benötigen Rettungsdienste oben. Funkt denn jemand an? Ja, unser Leitstelle macht gerade schon. Was? Dolly Uwe, bitte. Informativ, Falke wechselt Funkkreis. Ja, 3.11 wechselt ebenfalls in der Nachprüfung. Man könnte kurz ein Polizist unten bei den Zellen eine Tür aufmachen. Den Herrn Jones rauslassen? Nein, um einen weiteren Gefangenen reinzupacken. Wir fahren gerade das Jura. Ich fahre gerade zum PP, dann mach ich das gleich. Einmal aussteigen. Ah, Jungs, hallo, ey! Alter, was rammt ihr mich denn gleich? Aussteigen! Was ist denn euer Problem? Also erste Lage, im Juwelier sind diverse Blutspuren,
Und es steht Motorrad in der Mitte, aber ich hier hab noch nicht getan, Freude, ich keine Person. Frage an, ist der bei meinem weißes Motorrad kommen? Also weg. Positiv. Das Motorrad ist von einem vorherigen Einsatz, ja, genauso wie die Blutspuren. Frage, warum werden die Utensilien mit dem vorherigen Einsatz weggeräumt? Fragen die Kollegen, die vor Ort waren. Was sind hier für ein Krawallverein? Informativ, wir haben draußen einen schwarzen Wagen festgestellt, den wir jetzt festgehalten haben. Der wollte gerade die Örtlichkeit hier verlassen. Wir bitten jetzt mal einen Fahrer aus dem Fahrzeug raus. Jürgen Martinson ist hier an. Sie sind ja der größte Krawallverein, was ist denn das hier? Ja, hier behandelt sich ein Schwerverbrecher. Ich habe jetzt das weiße Motorrad jetzt herausgestellt und hier gegenüber unseren Eingang gestellt. Würden Sie mal aus dem Fahrzeug aussteigen, Herr? Ich kontaktiere jetzt hier meinen Anwalt, ich mache hier gar nichts mehr. Ich steige hier auch nicht aus, ich bleibe hier drinnen sitzen, bis mein Anwalt hier ist. Das ist ja ein ganz großer Schwachsinn, was Sie hier fabrizieren. Kann ja nicht angehen, denken Sie denn, wer Sie sind? Eine Abschlussmeldung vom Juwelier. Also, im Juwelier keine Person. Wir haben dort eine Person würden, ja, sichergestellt. Die haben wir eingetütet, nehmen wir uns mit und versuchen wir gleich im Position. Ich habe gesagt, die kommen ja abgezogener Waffe und bedrohen hier irgendwie. Der wollte gerade abhauen, wo wir eingetroffen sind, ne? Der will auch nicht aussteigen aus dem Fahrzeug. Nochmal wie? Nicht von ihm überlassen, behandeln lassen wie der letzte Idiot. So, steigen Sie erstmal aus, dann sprechen wir außerhalb des Fahrzeugs. Nee. Doch. Ich kontaktiere gerade meinen Anwalt. Warten Sie mal eine Sekunde. Sie steigen jetzt aus, ja? Ich mache hier nichts, solange mein Anwalt nicht hier ist. Also das ist ja ganz großer Schwachsinn. Ihr Kollege kommt hier jetzt gezogener Maschinenpistole. Ja, genau. Es ist hier nur Einsatzlager. Also steigen jetzt bitte aus. Ansonsten werden wir uns Zugang zum Fahrzeug über die Beifahrer. Sie wissen ganz genau, dass ich das Recht habe, meinen Anwalt dazu hinzuzuziehen und Sie so lange. Sie steigen trotzdem aus. Sie steigen trotzdem aus. Wir werden Ihre Personalien sicherstellen. Dann können Sie gerne an Ihrem Auto warten auf Ihren Anwalt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber Sie steigen jetzt aus. Ansonsten werde ich mir Zugang Ihre Beifahrertür verschaffen. Wenn dabei Schaden entsteht, müssen Sie logischerweise selber zahlen. Also noch können Sie rauskommen, da passiert nichts an dem Auto. Sie haben auch keine Probleme. Dann nehmen wir Ihre Personal also auf. Sie mir sagen, dann den warten wir zusammen, den mir Ihre Kollegen reingefahren haben, der dann ist warten auch wir einfach zusammen, so. Das ist da, um Sie zu stoppen, ja. Das ist in einem ja, handvollen um polizeilichen ja Manöver. Polizeiliche Manöver. Sie haben mich auch passiert. Vorher schon gerammt. Und deswegen steigen Sie jetzt aus, sonst haben Sie gleich noch größere Schaden an dem Fahrzeug, was wir alle nicht wollen. Ja, weil Sie vorher schon in meine Front reingefahren sind. Ich weiß ja nicht, was Sie sich davon erhoffen. Steigen Sie aus, wir nehmen Ihr Personal auf und dann warten wir für den Anwalt. Das ist auch kein Problem. Aber Sie steigen jetzt aus. Ja, das ist ganz großer Schwachsinn, was Sie hier machen. Ich mache hier gar nichts. Also Sie wollen mir erzählen, was würden Sie hier machen in Ihrer Freizeit, wenn Sie von Ihrem Streifenwagen frontal gerammt werden? Dann würde ich erstmal ausstehen, dass wir den Beamten klären, wieso, weshalb, warum das überhaupt Ganze passiert. Da würde ich sicherlich nicht. Also warten Sie, lassen Sie mich raten, was passiert, wenn ich aussteige. Wenn ich aussteige, bedrohen Sie mich mit Waffen. Moin Moin, wie geht's? Moin, Ex-Bahn. Naja. Oh, alles gut? Ja, nein. Viel los heute, ne? Genauso bin ich jetzt von Ihnen gewohnt. Das denke ich nicht, dass das von uns so gewohnt ist, weil das nicht so gemacht wird. Na, leider schon. Sie steigen aus, geben Ihre Personalien. Dann hole ich meinen Anwalt. Dann wird man gerne Ihr Fahrzeug, inklusive Sie als Person kontrollieren. Junge. Aber nicht bevor ich meinen Anwalt hier. Vorher fassen Sie mich hier nicht an. Trotzdem steigen Sie jetzt aus. Ich werde hier nicht aussteigen. Ansonsten ziehe ich Sie aus dem Fahrzeug raus. Letzte Warnung. Sie werden mein Fahrzeug nicht anfassen. Natürlich werde ich es anfassen. Und zwar genau eine Minute, wenn Sie nicht rausgekommen sind, ja? Ich schaue auf die Uhr. In einer Minute. Ziehen Sie mich in einer Minute raus. Wenn Sie mich da rausziehen, dann ich mache da eh nichts. Wir ziehen mit. Sie ich raus, hier ja? Einfach sitzen. Genau, wir ziehen Sie raus. Mit Gewalt ziehen wir Sie raus. Dann tut's weh für Sie. Das sage ich jetzt schon. Also machen Sie jetzt lieber, was wir Ihnen sagen, ja? Ja, ich bleib hier sitzen. Gucken Sie, umso schneller Sie aus dem Fahrzeug aussteigen, umso schneller können Sie weiterfahren, ja? Nee, ich bleib hier sitzen. Also, hätten Sie ganz normal mit mir gesprochen, ja, wenn Sie hier schon so einen Aufzug hier veranstalten, das ist ja... Schauen also Sie auf mich hier, wie ich hier stehe. Ich stand hier die ganze Zeit... Sie machen Zeit jetzt so. Den Aufzug. Die machen nicht den Aufzug.
Also wollen Sie mir sagen, wenn hier vier Beamte mit Maschinenpistole um mich rumstehen, das ist kein Aufzug? Wollen Sie sagen, wenn die... diskutieren jetzt hier mit uns, die kommen jetzt einfach aus dem Fahrzeug raus, dann ziehen wir sie raus, wie gesagt. Ich komme hier nirgendwo raus. Also nehmen Sie mal die Scheiße. Was soll denn das denn jetzt? Was soll denn das werden? So, ich breche jetzt Ihre Tür auf hier drüben, ja? Die brechen gar nichts auf. Da kommen Natürlich Sie gar nicht durch. Mit was wollen Sie denn das aufbrechen? Mit ganz einfach, Ihren Fingernägeln Sie, oder was? Nee, kennen Sie so ein Luftkissen? Ja, da macht man Spalten Ihre Tür rein. Das haben rein. Sie gerade an der Weste stecken oder wo? Bitte? Das haben Sie gerade an der Weste sehen Sie, stecken. Sehen Sie meine Taschen hier an der Weste? Ja, sehe ich. Sehen Sie die da? Da wollen Sie mir sagen, da haben Sie. Da ist ein kleines Luftkissen drin, Sie wissen, wie groß das ist, ja? Das ist ich weiß, wie groß das ist. Genau. Ja, aber Ihr Kollege hat auch den Schweißbrenner. Ach, ich verstehe schon, was das hier wird. So. Kollege, du drückst mal mit dagegen, bitte. Jo. Dann heben wir die Tür an. So. Guten Tag. Jetzt machen wir mal einen Gurt hier drin ab, ne? Also gleich hier nach draußen. Den können Sie ruhig dran lassen. So. Also hoppst du jetzt mal nach draußen. Jetzt wollen Sie mich jetzt erschießen oder was? So, super. Gehen wir erstmal hier auf die auf den Fußgängerweg. Können wir jetzt ja mal alles weiter erklären. So, wenn Ihr Kollege jetzt vielleicht noch die Maschinenpistole aus der Hand legt, dann rede ich ja vielleicht sogar mit Ihnen ganz normal. Wenn Sie sich angenehmer damit fühlen, dann gerne. Ja. So, ihr macht es einmal, wir fahren jetzt mit dem Kollegen schnell zur Wache und sichern, dass wir die Patronen. Bitteschön. So, vielen Dank, Herr Star. Ja. Hauser? Ja. Der Michael ist da. Michael jo, ist bekannt. Sag mir was. Okay. Ist bekannt. Ja, bei diesem Ausländer, genau. Danke für die Info. Gut, ich bin mal weg, ne? Schönen Tag, ne? Alles klar, ciao. Jo, tschö. 311 Taus 1 auf dem Weg zum Dienststelle.